Gefühlt ist es eine Reise in die Vergangenheit, also rein in die einzige Videothek Bremens, die Videobox in Findorf, wo hinterm Tresen der Betreiber schon wartet. Olaf Ernsting, Sie haben die einzige Videothek Bremens, aber hier gibt's nicht ein Video, warum nicht? Weil Videokassetten seit über 20 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Und jetzt gibt's nur noch DVDs, Blu-rays und 4K UHDs. Das Filmeverleihen wurde dem 51-Jährigen quasi in die Wiege gelegt, denn schon seine Eltern hatten eine Videothek. Grob geschätzt hat er an die 6000 Filme in seinem Laden. Ernsting ist ein Filmfreak, der natürlich selber auch gerne guckt. Lethal Weapon auf jeden Fall, die Serie, die liebe ich, die kann ich schon synchronisieren. Ghostbusters natürlich, Zurück in die Zukunft, Star Wars ab Episode 4 bis 7, Jurassic Park natürlich ist klasse, Indiana Jones, das sind so die All-Time-Favorites, ne? Die Frage, die man sich natürlich stellt, angesichts der vielen, vielen Möglichkeiten, heute Filme zu gucken, ist, warum leihen sich Menschen noch Filme in Videotheken aus? Die Gründe seiner Kunden sind sehr unterschiedlich. Technisches Niveau zum Beispiel ist ein Faktor. Das liegt einfach daran, weil Streaming auch nicht die Qualität bietet, die eine Disc bietet. Ich habe zum Beispiel einen Beamer, einen Projektor zu Hause und gucke das auf Leinwand. Und wenn man das streamt, dann sieht man das schon, dass die Qualität nicht so ist wie auf einer Disc. Ein anderes Kriterium ist die Beratung. Er hat immer gute Tipps. Wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel eine Komödie haben, die aber nicht platt ist, sondern tiefgründig, haben wir schon immer gute Erfahrungen gemacht. Dann waren wir überrascht, was das für tolle Filme sind, die man selber vielleicht nicht genommen hätte. Aber auch Menschen, die von der Glotze genervt sind, kommen zu ihm. Sie sind heute das erste Mal in der einzigen Videothek Bremens. Warum? Weil wir einen Tipp bekommen haben von einer Freundin, die hier schon länger ausleiht und wir mit dem Fernsehprogramm absolut nicht zufrieden sind, gerade am Wochenende. Ein Problem für Olaf Ernsting ist, dass es zurzeit keine Blockbuster gibt. Der neue James-Bond-Film zum Beispiel hätte längst schon in den Kinos sein sollen. Solche Knaller fehlen ihm. Ist natürlich immer das Problem, dass zwar Filme kommen, die müssen auch nicht unbedingt schlecht sein, nur die kennt kein Mensch. Ne, die haben einen relativ niedrigen Bekanntheitsgrad, die haben vielleicht einen bekannten Schauspieler, so wie jetzt letzte Woche einer von Nicolas Cage oder Mel Gibson gekommen sind. Das wäre natürlich, früher wäre das ein richtiger Blockbuster gewesen, aber heutzutage sind das jetzt nicht mehr so die Schauspieler, die richtig die Leute in die Videotheken ziehen. So, zum Abschluss muss noch eine Frage geklärt werden, die wichtigste. Wie hoch ist die Prozentzahl der Leute, die sich bei Ihnen Erotikfilme ausleihen? Tatsächlich, man muss nicht glauben, Erotik hat bei mir einen Umsatzanteil von, ich glaube, 2,5 bis 3%. Das ist echt nicht viel. Das meiste ist wirklich ganz normaler Spielfilm.